Travel Vlog und was soll ich euch sagen, ich freue mich auf diese immer am meisten und das bedeutet, wir sind irgendwo anders, nur nicht in Kentucky, kleiner Spaß. Kentucky ist auch cool, aber Los Angeles wird nochmal eine ganz andere Sache hier werden. Wir sind gerade in Los Angeles gelandet, haben jetzt unser Rent-A-Car abgeholt, wir wurden auch geupgradet, wir sollten eigentlich einen Kleinwagen bekommen, haben jetzt einen SUV bekommen. Nissan Kick ist auf jeden Fall eine sehr schicke Karre, ist aber für unsere Zwecke auf jeden Fall ausreichend. Wir haben genügend Platz hier drin und können damit jetzt komplett Los Angeles entdecken. Wir haben so viel geplant. Erster Step ist auf jeden Fall einchecken im Hotel. Wir schlafen in der Region um Pasadena. Dort haben wir unser Hotel. Wird auf jeden Fall noch eine lange Nacht werden. Aber genug gequatscht, jetzt geht's erstmal ins Hotel einchecken. Oh, passing through the wave like a jet ski. I'm just trying to live, little mama, don't text me. Watching from afar like a star, this the best seat. I'm just trying to win when I swim, this the best seat. I got them all uncomfortable though, they say I'm arrogant. I thought that I was humble, you know. They say when you shine and you grind that they... Auf den Weg zu unserem ersten Tagesziel für heute. Ist mir auch direkt schon was aufgefallen, auch schon gestern, als wir vom Flughafen zum Hotel gefahren sind. A, die Autos sind hier komplett anders. Hier gibt es nahezu gar keine Pickup-Trucks. Bei uns in Kentucky sind ja gefühlt jedes zweite Auto ist ein Pickup-Truck, beziehungsweise ein SUV. Hier hast du immer noch die SUVs, aber gar keine Pickup-Trucks mehr gefühlt. Und sehr viel vermehrt siehst du hier Kleinwagen, beziehungsweise Sportwagen, Mustangs etc. Aber weniger Pickup-Trucks und weniger SUVs auf jeden Fall, wie bei uns zu Hause. Ja, und dann sind wir erstmal zu The Broad gefahren. Das ist eine Kunstgalerie, die aber frei zugänglich ist. Hier halt auch wirklich mega schöne und interessante Kunst ausstellt. Ohne Eintritt, man kann einfach rein und raus spazieren. Und hier kann man auch wirklich sehr viel Zeit verbringen, wenn man ein kunstbegeistert ist. Da gibt es allerlei Gemälde, auch wirklich sehr interessante Pieces. Danach sind wir weiter zu Little Tokyo gelaufen. Das ist circa eine halbe Stunde von The Broad entfernt. Hier ist ja dann eben die japanische Kultur gebündelt. In dieser kleinen Gasse stehen super viele Restaurants und Cafés nebeneinander, aber auch Souvenirshops mit dem typischen japanischen, asiatischen Einfluss. Also ganz viel Anime, ganz viel Pokémon, Sailor Moon und Merchandise. Da ist allerlei. Wenn man dann eben Sushi oder Ramen mag, dann ist man hier auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Du siehst hier auch wirklich Teslas wie Sand am Meer, überall. Deutsche Wagen sind hier auch wirklich sehr angesagt und auch die brutalsten Karren. Also sowas siehst du halt auch auf deutschen Straßen nicht rumfahren. Aber wiederum siehst du auch überall diese Obdachlosen-Camps. Überall hast du eben diese Zelte direkt auf dem Gehweg einfach stehen. Hier hast du eben die Reichen direkt neben den Superarmen. Also das ist ganz, ganz strange hier in Los Angeles. Genauso wie der Verkehr. Wenn du in einer Rush-Hour fährst, hast du hier halt wirklich verloren. Hier kommst du nicht einen Zentimeter voran. Das ist echt krass. Gerade weil halt der Highway über 9 Spuren teilweise verfügt. Aber du hast hier halt wirklich Stau ohne Ende. Und auf unserem Weg zum Observatorium bzw. zum Hollywood-Sign haben wir dann nochmal einen kleinen Abstecher zu einem sehr schönen, sehr großen und bekannten Friedhof gemacht. Und ich muss sagen, dieser Friedhof ist wirklich der einzige, den ich bislang gesehen habe, der wirklich sehr, sehr schön aussieht. Normalerweise sind die Friedhöfe hier leider wirklich einfach noch hingeklatscht, auch ohne Zäune oder Hecken drumherum. Einfach auf irgendeiner Wiese siehst du dann random irgendwelche Gräber. Da sind deutsche Friedhöfe wirklich sehr viel mehr gepflegter und sehen sehr viel schöner aus. Aber dieser Friedhof hier nähe Hollywood hat es wirklich in sich. Hier siehst du wirklich teilweise Grabstätten, die sind riesig, werden wahrscheinlich auch dementsprechend kosten. Aber hier hast du wirklich auch überall die Palmen. Der ist auch so groß, dass man halt wirklich mit dem Auto durchfahren muss. Also das ist wirklich eine Riesenanlage gewesen. Und wir waren auf dem Friedhof, weil wir die Grabstätte von Julie Garland sehen wollten. Eine sehr bekannte, alte amerikanische Schauspielerin, die schon vor langer Zeit verstorben ist, aber eben auch sehr bekannt war. Und auf unserer Suche nach ihrem Grab sind wir auch an freilaufenden Faunen vorbeigelaufen. Die sind hier wirklich überall lang geflogen teilweise, beziehungsweise standen dann eben im Schatten am Baum und haben auch ein Radau gemacht. Und nicht allzu weit von dem Friedhof entfernt hast du dann eben auch den Walk of Fame. Natürlich ganz bekannte Location, die wir auch abklappern wollten, wenn wir dann eben schon mal in Los Angeles sind. Aber ich muss euch wirklich sagen, ich bin von Hollywood allgemein echt enttäuscht. Also das, was man so in Filmen sieht, beziehungsweise in Dokumentationen oder etc., das sieht alles so prunkvoll aus, alles so glamourös, alles so prächtig. Und wenn man dann dort vor Ort persönlich ist,
dann ist es alles nicht mehr so geil. Ja, also alles sehr dreckig, alles sehr alt und runtergekommen teilweise. Das wurde wahrscheinlich irgendwann mal in den 70ern erbaut und seitdem auch nicht mehr angefasst. Also vieles ist da halt wirklich auch sehr runtergekommen, was wirklich sehr schade ist. Gerade auch für so eine große Touri-Attraktion hätte ich mir halt irgendwo auch mehr vorgestellt, um ehrlich zu sein. Aber wir hatten natürlich dennoch Spaß, dann einmal über den Walk of Fame rüberzulaufen. Haben auch sehr viele, sehr bekannte Sterne gesehen, Fotos von gemacht. Und in diesem Clip siehst du halt die USA, wofür sie steht. Du hast so einen halbnackten Mann in einem Oldtimer mitten auf der Straße parken. Dann hast du den Walk of Fame, du siehst hier einen Mustang. Du hast einen Ferrari für $90 am Tag, den du dir hier mieten kannst. Du hast irgendwelche Leute, die mit Schlangen um den Hals rumrennen und dir Fotos verkaufen möchten. Dahinter siehst du ein Disney-Studio, Hard Rock Café. Hier hast du halt wirklich alles, was die USA ausmacht, gebündelt. Aber wie gesagt, auch bei den Häusern in den Hollywood Hills, wo wir jetzt gerade durchfahren, sieht alles vom Weiten sehr viel geiler aus, als wenn man halt direkt davor steht. Die Fassaden bröckeln teilweise ab, ja, die Farbe ist ausgeblichen, alles ist auch ein bisschen schmuddelig und so. Im Film sieht alles wirklich sehr viel geiler aus. Ihr könnt mir ja unten mal in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr schon mal in Los Angeles wart und das alles abgeklappert habt. Wie habt ihr das empfunden? Habt ihr es genauso empfunden oder war das jetzt nur so meine Wahrnehmung? Und ich habe ja wirklich gedacht, dass man halt auch so diese riesen Mega-Villen sehen kann, ja, die so über 10 Millionen aufwärts kosten. Was ich aber nicht bedacht habe, ist, dass die Mega-Villen halt alle in Gated Communities stehen. Du hast halt deine Nachbarschaften, die eingezäunt sind, auch mit Securities, mit wirklich dicken Zäunen umrannt sind. Du kommst ja nicht einfach rein. Und da habe ich zu dem Zeitpunkt gar nicht dran gedacht. Ich dachte halt wirklich, man kann da direkt ranfahren. Die Villa von Justin Bieber, von, weiß ich nicht, Tina Turner und wie sie nicht alle heißen sehen. Aber du siehst die halt noch nicht mal von weit. Die sind dann eben auch alle so gestellt, dass man die von den öffentlichen Straßen nicht einsehen kann. Und die Hollywood Hills, da wo du halt rankommst, sehen dann dementsprechend so aus. Ja, und diesen Tag wollten wir ganz entspannt am Observatorium ausklingen lassen. Von daher haben wir uns dann wieder in unseren Mietwagen geschwungen und haben uns dann auf den Weg gemacht. Und natürlich habe ich damals GTA San Andreas gespielt. Von daher kannte ich das Observatorium auch schon sehr genau. Und von daher habe ich mich da auch schon gefreut, den Tag dann ausklingen zu lassen. I don't know what you're talking about. I know you did that fucking jewelry job. Davey, seriously, you're imagining things. Fuck you. Okay, wir haben jetzt hier gerade geparkt. An der Seite von der Straße. Und jetzt müssen wir noch, so wie es aussieht, gefühlt eine Stunde diesen Berg hier nach oben juckeln. Weil wir einfach Angst hatten, dass wir oben keinen Parkplatz mehr gefunden haben. Aber die Aussicht sollte auf jeden Fall das dann alles auch sehr lohnenswert machen. Ein bisschen kann man jetzt schon sehen. So sieht quasi jetzt die Straße aus, die wir nach oben gehen. Da oben hinter dem Baum, da ist dann das Observatorium. Und ja, dann werden wir uns hier schön den Sonnenuntergang angucken. Ja, Kalifornien an sich steht ja eigentlich für gutes Wetter und Sonne pur. Wir hatten an ein paar Tagen von unserem Urlaub leider ein bisschen Pech gehabt. Es war sehr viel bewölkt und auch ein bisschen frischer gewesen. Immer noch sehr warm. Ich bin auch mit einem Sonnenbrand dann nach Baltimore weitergeflogen. Aber die Sonne hat sich dann eben hinter ein paar Wolken, ja, nahezu den kompletten Urlaub versteckt. Bisschen schade, weil wir da auch das Hollywood-Zeichen nicht wirklich sehen konnten. Wir hatten aber wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß in dem Urlaub dennoch gehabt. Also wir haben wirklich so viel jeden Tag unternommen. Das war ein absolut geiler Trip gewesen. Und die Aussicht von da oben war halt sehr, sehr geil gewesen. Langsam ist dann eben auch die Sonne untergegangen. Und auch der Sonnenuntergang hat alles gegeben, was er konnte. Aber ich denke mal, an einem Tag, der jetzt nicht so bewölkt ist, hast du da dann eben nochmal eine ganz andere Szenerie, wenn dann eben die Sonne untergeht und du dann von da oben dann den Sonnenuntergang genießt. Nichtsdestotrotz hast du von da oben halt den Überblick über die komplette Stadt. Und drin im Observatorium hast du dann nochmal eine kleine Ausstellung über den Fortschritt der Technologie bzw. Sternkunde. Und dann kannst du dir dort dann auch nochmal eine Tour buchen, was wir nicht getan haben. Aber da können sie dir dann eben nochmal mehr erzählen über Teleskope, über Sterne, Planeten etc. Natürlich haben wir so dann aber nicht ganz den Tag ausklingen lassen. Wir sind dann noch weitergefahren ins Restaurant. Allgemein waren wir in super vielen Restaurants unterwegs gewesen. Zum Frühstück, zum Lunch, zum Mittagessen, zum Abendbrot. Wir haben wirklich gefühlt jedes Restaurant einmal getestet. Die Küche dort ist aber sehr abwechslungsreich, schmeckt sehr gut. Hier gibt es wirklich Restaurants für jeden Geschmack. Jetzt sind wir ein bisschen weiter gefahren zur Pink Wall. Und die Pink Wall ist halt wirklich das, was sie sagt. Ja, eine pinke Wand.
Und hier werden jetzt noch ein paar Fotos gemacht. Könnt ihr auch gerne hier auf meinem Instagram-Kanal dann nochmal abchecken. Werde ich euch mal verlinken unten. Natürlich sind wir auch am Broadway lang spaziert. Haben uns die ganzen super Luxusgeschäfte angeguckt, von Bulgari bis Prada, Louis Vuitton, Gucci, wie sie nicht alle heißen. Da habe ich aber komischerweise gar keine Videos gemacht, da kann ich euch leider nichts zeigen. Aber ihr könnt euch vorstellen, ein Luxusladen neben den anderen, wo man sich nicht mal eine Socke leisten kann, mit sehr viel Luxusautos links und rechts geparkt. Und das soll es gewesen sein für den Los Angeles Vlog Part 1. Ich werde doch zwei Teile draus machen, weil einfach sonst das Video zu lang gehen würde. Wir sind nämlich jetzt gerade in Tag 3 und auf dem Weg ab in die Wüste, Joshua Tree National Park. Wir werden um 16 Uhr ankommen, bleiben aber dort, bis dann eben die Sonne untergeht, bis es Nacht wird, um dann eben auch den Sternenhimmel zu fotografieren, zu filmen. Wie gesagt, seht ihr alles auf Instagram und im nächsten Video. Von daher, wenn ihr es nicht verpassen wollt, ihr kennt das Spiel. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und das Video liken nicht vergessen, wenn euch der Vlog gefallen hat. Dann würde es mich auf jeden Fall freuen, euch im nächsten Video wiederzusehen. Stay tuned.